herzlich willkommen zu einem neuen Rezept. Heute habe ich mir gedacht, die Sonne drückt wieder raus, das heißt, man kann wieder Smoothie Bowls essen. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ich so meine Basic Smoothie Bowl mache. Und das in Verbindung mit einem der Müslis, das mir gut gefällt, da ich des Öfteren von euch gefragt wurde, welche Müslis von Fitness ich euch denn empfehlen kann. In dem Fall habe ich auf Klarheit zurückgegriffen, dass es mit Banane und Erdbeere. Und das richten wir mit einer ganz simplen Beeren-Smoothie Bowl an. Wenn ihr Bock habt, dass ich noch mehr Smoothie Bowls euch zeige, denn ich habe verschiedenste Varianten mit den verschiedensten Müslis, dann lasst dem Video einen Daumen hoch da oder schreibt es einfach in die Kommentare. Dann werde ich da auf jeden Fall in nächster Zeit die ein oder andere Smoothie Bowl für euch abdrehen. Vielleicht auch mal eine grüne. Beginnen wir erstmal mit den Zutaten. Die genauen Angaben und auch die Nährwerte findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Zum einen brauchen wir ein Müsli. Ihr könnt natürlich auch normal Dinkelflocken etc. nehmen. Ich habe die Müslis natürlich daheim und kann auch nur sagen, es ist Zeitersparnis und es ist ein Geldersparnis, wenn man sich wirklich oft Müsli macht. Also ein Müsli, außerdem Beeren. Ich habe hier auf tiefgefrorene zurückgegriffen, dann ist die Smoothie Bowl auch direkt etwas kühler und ist damit eine hervorragende Erfrischung bei sonnigem Wetter. Außerdem braucht ihr eine Banane. Wenn ihr es etwas cremiger haben möchtet, dann lieber zwei. Etwas Sojamilch. Ich habe hier jetzt 200 ml genommen. Und dann noch einen Schuss Zitronensaft. Und ja, dann könnt ihr natürlich noch Sachen nehmen, mit denen ihr eure Smoothie Bowl so ein bisschen aufwertet. Ich habe jetzt auf Bananenchips, Cranberries und Kokosflocken zurückgegriffen. Eigentlich wollte ich anfangs auch noch den Xylit in Form von Puderzucker drüber machen, aber dann wäre die Bowl einfach nur weiß gewesen. Ja, all die Zutaten kommen natürlich in den Mixer und anschließend einfach in eure Bowl, wo ihr dann alles schön anrichten könnt. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn das in Streifen angerichtet ist, aber da sind euch natürlich mal wieder keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, das war jetzt meine Basic Smoothie Bowl, die ich super gerne nutze. Und wenn ihr noch ein paar außergewöhnlichere haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal zu einem weiteren Rezept. Macht's gut und ciao.